So, liebe Leute, ich habe meinen Arbeitsplatz wieder von der Chefetage des Zoos in die Zombie-Heilanstalt verlegt und hier wollen wir Zombies in Menschen zurückverwandeln. Leider nicht so richtig effektiv, denn in der letzten Welle haben wir nur 3 Zombies einfrieren können, bei 34, die angegriffen haben. Jetzt ist die Frage, woran das liegt. Natürlich da unten, es sind nur 2 Schneeballwerfer da und eine Schneesturmkanone. Ist natürlich ein bisschen wenig, aber hier beißt sich die Katze in den Schwanz, denn ohne Personal können wir auch gar nicht mehr betreiben. Wir können also noch mehr hinstellen. Wenn wir niemanden haben, der es bedient, dann können wir es auch einfach lassen. Also müssen wir uns mit dem bisschen, was hier rumkommt, erstmal helfen und sukzessive irgendwie den Personalbestand aufbauen. So, und das machen wir, indem wir jetzt auch mal Yumbis von Level 1 nach Level 2 bringen. Wir haben nämlich die neue Behandlungskammer hier. Und wir schauen uns das jetzt mal an. So, da ist automatische Behandlung deaktiviert. Wir holen uns jetzt einfach mal einen hier in die Bearbeitungsschleife rein. Und da haben wir, wen haben wir denn hier? Sehen wir das irgendwo? Easy Joost, hallo, du wirst unser erstes Experiment werden. Jetzt fehlt noch, ach, da bist du auch schon, oder? Tatsächlich. Jetzt fehlt noch unser Mitarbeiter, der Emmet. Easy ist aber sehr vorbildlich und wartet schon. Wo ist Emmet? Ach, die alte Penntüte, da liegt er und träumt davon, wie er Mitarbeiter des Monats wird, indem er den ersten Level 2 Yumbi behandelt. Nun, dafür muss er es aber leider machen und deswegen, Emmet, klingelt jetzt dein Wecker, schwing dich aus dem Bett, zieh dir noch einen Kaffee am nicht vorhandenen Automaten und raus aus den Federn. Zack. Sonst wird das nichts mit Mitarbeiter des Monats, auch nicht unbedingt Mitarbeiter des Tages. Also los jetzt. Guck mal hier, ist schon ziemlich ausgelastet, der Schlafsaal. Da müssen wir auch nochmal anbauen. Also, Emmet hat's kapiert. Und es geht los. Ja, man sieht schon, dass es ein relativ energieintensives Verfahren ist. Wir müssen auch noch eine Batterie aufstellen. Jawohl. Strom war ja dann ein bisschen knapp geworden in der letzten Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Level 1 Yumbis von den Level 2 Yumbis unterscheiden. Ah, sie sind blau. Das ist natürlich eine gute Idee. Dann sieht man das immer gut. Heureka, Gratulation. Du hast deinen ersten Level 1 Yumbi zu einem Level 2 Yumbi behandelt. Du hast schon viel geschafft. Der nächste Schritt ist es, deine Heilkapazität zu steigern, um zu Level 3 Yumbis zu kommen. Du wirst Folgendes brauchen. Technologiestufe 3, Klammer auf, die sau teuer ist, wie wir das schon gesehen haben. Dann Heilungsfortschritt Level 3, den du erreichen kannst, indem du Level 2 Yumbis in Moose Lab schickst. Ja, wenn wir davon genug hätten. Eine Behandlungskammer 3. Mhm. Und gegrilltes Gemüse oder Superfood. Wir haben also viel zu tun. Wir müssen das in der richtigen Reihenfolge aufbauen, damit wir nicht Kapazitäten und Materialien verbraten für Dinge, die wir noch nicht betreiben können. So, hier, da. Eben hieß du noch Easy Joost, jetzt heißt du Vivian Lepper. Ist mir vollkommen egal. Hast noch was Schönes angezogen bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir über dich in Erfahrung bringen können. Was haben wir denn hier? Geschwindigkeit 4,5. Tragekapazität fast alles 20, bis auf hier so ein paar Sachen. Metallstein, Elektronik, Erz, wo wir 15 haben. Erntewert. Ja, ich glaube, das sollten wir einfach mal miteinander vergleichen mit den Stufe 1 Yumbis. Produzent, Effizienz 150%. Der Arbeiter kann ressourcenproduzierende Maschinen benutzen, das sollten wir uns doch schon mal merken. Und Verteidiger, der Arbeiter kann Verteidigungsanlagen wie Schneekanonen bedienen. Das ist doch mal das, was wir wollen, oder? Also, wir gehen mal in die Arbeiterübersicht. Scrollen mal runter bis zu Level 2, Yumbi. Da ist die Vivian. Wunderbar, also hier. Geschwindigkeit 4,5. Hier haben wir 4 und bei unseren Menschen haben wir 3,5. Okay, die sind also schon mal schneller, das ist gut. Menschen hier können, ja, nicht viel tragen. Guck mal hier oben, da hatten wir bei den Yumbis irgendwie 15 oder 20 sogar, ne? Erntewert, müssen wir auch nochmal gucken, ist bei den Menschen, glaube ich, höher, wie ich das gerade sehen kann. Produzent 100%, das ist beim Yumbi Stufe 2 mehr. Verteidiger, Effizienz 100%. Und hier, die können forschen. Was haben wir hier? Nehmen wir dich. Ah, die können halt mehr tragen, die Yumbis Stufe 1, ne?
Die ernten aber wahrscheinlich nicht ganz so gut wie die Menschen. Jetzt müssen wir mal gucken. Oder vielleicht so gut wie die Menschen. 1, 1, 2, 3, 3. Das sieht ungefähr genauso aus hier. 1, 1, 2, 3, 3. Ja, also Erntewert ist hier das gleiche. 1, 2, 3, 3, 3. Also die Jumbis Stufe 2 können besser ernten. Die können besser produzieren. Was haben denn da die Level 1 Jumbis? Die haben da 75%, okay. Und Verteidiger auch nur 75%. Und da machen die hier 100%. Alles klar. Also, Jumbi Stufe 2 wird nicht tragen, er wird ernten, er wird produzieren und er wird verteidigen. So, das haben wir verstanden. Insofern machen wir nochmal 5 Stück, oder? Ja. Die können wir ja gebrauchen. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Und bauen noch einen weiteren Schneeballwerfer. Stufe 2. Ungefähr auf den gleichen Abstand hier. So, das wäre hier. Mauern das Ganze einmal ab. Und jetzt sind wir ganz mutig und reißen die alte Mauer schon direkt jetzt ein, oder? Hier, das machen wir so. Dann nimmt wieder... Wird wieder nicht alles mitgenommen. Also machen wir mal von hier aus. So schaut's gut aus. Wir bauen den Strom einmal um. Ein Strommast da und den anderen, der neu hinzukommt, den gibt es hier. Und dann müssen die Tore noch an eine andere Position. Ah, das reicht nicht hier, oder? Nee, das reicht nicht. Dann stellen wir... Wie machen wir das? Mal überlegen. Ja, dann ziehen wir den hier um. Hier hin. Das ist doch eine gute Nische, ne? So, der Zaun ist weg. Das Tor ziehen wir jetzt schön in die Mitte. Das hier auch. Und dann haben wir eine neue Verteidigung. Das hier muss hier rüber. Dann können wir nämlich auch den Schneesturm erzeugen. Genau. Schön weiter nach vorne holen. So rum, ne? Ja. Genau, das sieht gut aus. Machen wir mal so. Und dann sind wir doch fast bereit für die nächste Nacht. Wir müssen nur noch mal hier dieses Personalthema bei unseren Schneeballwerfern ansprechen. So, du fliegst raus. Und da nehmen wir jetzt dich rein. Und dann bin ich mal gespannt, ob die hier tatsächlich auch die Maschinen bedienen. Das wäre jetzt echt eine feine Sache. Ich würde mich darüber sehr freuen. Jetzt fehlen mir noch weitere Jumbis Stufe 2. Was ist denn hier los? Wir haben doch hier ein Gemüsegewächshaus. Wir brauchen noch kein Gemüsebeet mehr, oder? Weg damit. Wir werden nämlich auch gleich den Trainingsraum noch umbauen. So, da geht's los. Und hier fehlt adäquates Personal. Da haben wir niemanden. Das ist das, was ich eingangs meinte, ne? Können wir hinstellen, wenn das Personal nicht da ist, hat das aber auch einfach keinen Taug. Was ist hier los? Können wir da noch irgendwas machen? Das Ding läuft schon mal. Ja, wahrscheinlich, weil er jetzt ein Wissenschaftler ist. Nee, da ist tatsächlich... Doch, es ist wahrscheinlich wieder der Mensch, der da arbeitet, ne? Weil hier ist ein Jumbi und da ist wieder nichts los. Nun,
auf. Wir haben Nacht. Ich habe schon wieder gesehen. Ich habe es vergessen. Mit Garantie haben wir gerade jetzt schon wieder Leute. Und die Batterie. Oh, Matze. Haben schon die ersten... Nee, haben wir noch nicht. Mitarbeiter verloren, wollte ich gerade sagen. Also Batterie, Batterie, Batterie. Die wird jetzt wahrscheinlich aber auch in der Nacht entladen. Können wir die drehen und passt die dann hier ein bisschen besser hin. Hm. So. Jawohl. Nee. Naja, machen wir jetzt erstmal so und wenn sie steht, dann gucken wir uns das nochmal an. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4 Eisblöcke sehe ich schon, das gefällt mir. Es wäre so schön, wenn dieser Schneeballwerfer in Betrieb wäre. Und hier, das hier wäre auch ganz toll gewesen. Den gibt es gar nicht mehr, den Jumbi. Und da können wir aber jetzt noch jemanden dazu nehmen, ne? Oder wisst ihr was? Den machen wir hier weg. Den machen wir lieber dahin. So. Objekt nicht erreichbar aus irgendeinem Grund. Dass auch das jetzt gerade wieder für einen Hintergrund hat. Wahrscheinlich wegen der Ausgangssperre, oder? Ja. Weil ich hier irgendwie was in der Basis habe, was nicht reingehört. Wahrscheinlich wütende Jumbis. Gut. Ist halt Pech. Geht nicht anders. Müssen wir so machen. Das mit der Ausgangssperre ist tatsächlich nur gut, wenn man keine wütenden Jumbis in der Basis hat. Aber hier schaut mal einer an, da wird doch schon abtransportiert. Da geht's schon los in die Behandlungskammer. Das ist doch eine gute Nacht. So hätte ich das gerne immer. Nur das ist noch nicht nach meinem Geschmack hier. Ah, da stehen zwei Leute rum. Die machen es einfach nicht. Es ist egal, was ich sage, sie machen es nicht. Das ärgert mich ein wenig. Gut. Aber die Nacht war doch mal ein voller Erfolg. Das ist doch mal das Wichtigste. So, hier, Behandlungskammer. Die läuft. Irgendwie zumindest, ne? Eisbeutel haben wir genug. Aber ich würde das jetzt tatsächlich mal umbauen hier zu der besseren Variante. Bei nächster Gelegenheit. Alleine schon, dass wir effizienter arbeiten können. Nur alleine dafür. Und es wäre schön, wenn wir das natürlich auch mit Jumbis Stufe 2 anstatt Menschen betreiben könnten. Würde da vielleicht auch mehr bei rauskommen. Hier gibt es gleich den nächsten Eisblock. Jawohl. Dann haben wir auch noch irgendein Problemchen beim Betrieb. Ja, Strom. Gut, Glückwunsch. Gut, die Nacht ist sowieso vorbei. Wir haben es überstanden, würde ich sagen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt noch ein bisschen optimieren, ne? Genau. So. Da haben wir wieder genug Strom. Jetzt laden auch beide Batterien direkt auf. Hier fehlt Holz. Aber nicht, weil wir keins haben, sondern nur, weil es tatsächlich nicht hingebracht wurde. Gut, wird noch passieren, hoffentlich. So, da ist das Material auch schon direkt. So, also Eisbeutel. Ist jetzt noch nicht so richtig der Engpass da, aber wir gucken jetzt einfach mal, dass wir das direkt umsetzen, oder? Jetzt ist die Frage, wo das Ding war. Jetzt müssen wir mal gucken. Nähkanone, Waffenschrank nicht, Beruhigungs... Ah! Habe ich irgendwie vermisst. So. Erwartet die irgendwie immer beim Trainingsraum, ne? Hochofenblasebalg. Ach, das ist schon das Ding. Das ist es schon hier. Eisbeutelpresse. War ja das Upgrade zum Blasebalg. Also haben wir das schon. Können wir jetzt gar nicht viel machen. Aber es reicht ja aus, ne? Bisher haben wir keinen Engpass bei den Eisbeuteln. Also, dann kümmern wir uns doch einfach mal hier
um den Trainingsraum. Ich würde sagen, das Glimmerbeerenbeet wandert erstmal woanders hin. Vielleicht hier raus, oder? Ja, das ist doch super. Und dann würde ich gerne hier einen Flur hinbauen. Und ich habe das Gefühl, dass es wieder Probleme gibt, diesen Raum an den Flur anzuschließen. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz hart ran und bauen den ab. Und hoffentlich bauen wir schnell irgendwas Neues hin. Wenn die Wand weg ist, dann bauen wir direkt den Flur. Und ich würde mal sagen, doppelt breit hier und ungefähr bis nach hier vorne, wo die Wand war, ne? Wäre jetzt hier. Oh, das wäre natürlich saublöd. Das geht auch hier nicht. Mit den Solaranlagen ist das jetzt auch richtig blöd. Und hier hinten haben wir Probleme mit der Tür. Dann lassen wir das einfach offen, machen hinten hier eine neue Tür ran. Jawohl, machen wir so. Dann ergibt es einfach zwei Türen. Einmal hier, einmal da. Und hier geht es in den Trainingsraum rein. Das schließen wir jetzt alles nochmal neu an. Das wird dann ein gemeinsamer Trakt alles. Und dann muss wahrscheinlich das hier erstmal weg. Und das hier auch. Das stellen wir dann gleich wieder hin. Ja. Kurz kein Strom. Alles klar. Ich bin gerade am überlegen, ob wir den Trainingsraum nicht noch ein bisschen größer machen. Ja, wisst ihr was? Wir ziehen den bis hier runter, ja? Und bauen quasi diesen Schneesturmerzeuger ein. Ja, so machen wir das. Also, Trainingsraum. Hier. Was bis daran? Das gucken wir uns gleich an. Ah, jetzt stört natürlich immer noch dieser Strommast. Kann den mal bitte jemand abbauen oder habe ich das einfach nicht in Auftrag gegeben? Weg damit. Doch, die sind nur alle schwer beschäftigt. Alles klar, ich bin ein bisschen zu stressig. Für dieses Völkchen hier. So, da ist er weg. Also nächster Versuch. Hier gehen wir bis ran. So. Ja, das machen wir auch gleich. Hier. Jetzt ist die Frage, können wir den einbauen? Geht das? Wir machen das ein bisschen schöner, passt mal auf. Wir machen das anders. Wir gehen von hier nochmal bis hinten ran. So, und lassen jetzt mal nach hinten ein bisschen mehr Platz. Zwei Reihen. Dann können wir das nämlich noch nach hinten einrücken. Eine Reihe nach hinten. Und dann kommt auch diese Person noch an ihren Arbeitsplatz ran. So machen wir das. Und dann gibt es Türen. Natürlich hier vom Schlafsaal ein rüber. Und den Rest sehen wir dann noch. Ah, nach hier vorne raus muss auch eine Tür hin, ne? So, erstmal wieder Strom, bevor wir das vergessen. Das reicht doch hier, oder? Hier reicht doch. Gut, Einrichtung. Wir brauchen ja einiges für den Trainingsraum. Eine Beinpresse. So, die kommt mal hier hin. Drückbank kommt einfach mal hier hin. Rudermaschine kommt jetzt dahin. Spieltisch, was die alles haben wollen, ne? Frechheit hier. Würde sogar hier vor die Tür passen. Sieht aber ein bisschen blöd aus. Dann machen wir das lieber so rum.
Upsala. Eine Spielküche. Wie wäre es, wenn wir demnächst noch direkt ein Puppenhaus bauen hier für unsere Zombies? Ey. Da fehlt es mir ja komplett gerade. So, ups, jetzt habe ich schon wieder geschlossen. Entschuldigung. Hau den Biber. Glaub's geht ab hier. So, und wir brauchen noch die Beruhigungsstation, die wir eben schon hier oben bei der Verteidigung gesehen hatten. Stufe 2. Ein bisschen groß, ne? Aber zwei Stück sollten wir uns gönnen. Guck mal, da gehen aber drei Zombies dran. Das ist gut. Oder besser gesagt, Jumbies, ne? Jetzt haben wir hier das nächste Problemchen. Wie machen wir das? Also das Ding kommt erstmal weg. Ist hier, drehen wir dann irgendwie davor, oder? Ah, nicht schön. Nee, mach mal anders. Wir schieben es tatsächlich nach vorne an den Zaun. Und irgendwann wird auch der wieder weichen. Und es wird alles größer und schöner und dann passt das auch, ne? Also Strom müssen wir wieder herstellen, den habe ich gerade kaputt gemacht. Machen wir gleich. Erstmal gucken wir, wo die Dinger gleich stehen werden. So, und das können wir auch. Dann können die Leute wenigstens hier hinten knapp dran vorbei. Oh, sie kriegen noch eine Tür. Bin heute spendabel, oder? Hier gibt es noch eine Tür. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz, ne? Oder noch einen anderen Weg, sagen wir mal so. Und jetzt muss der Strom wieder angeschlossen werden. So. Und hier haben wir keine direkte Verbindung. Doch hätten wir hier über diesen Kreis, wäre das da hinten alles versorgt. Ja, lass mal so. Hier. Weiß nicht, ob wir die... Die können wir nur reparieren, die können wir gar nicht abbauen. Die sind quasi gesetzt mit dem Zentrallager. So. Alles wieder irgendwie aufgebaut. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt ausreicht. Jetzt sollten wir natürlich hier noch ran. Passt mal auf. Der Strommast muss eins nach hinten. Und das Ding dann auch. Aber so rum. Und dann ist es sogar ganz hübsch, oder? So, Personal hier. Da stellen wir nochmal einen Zweier-Jumbi rein. Hier bräuchten wir jetzt noch einen Menschen. Haben wir aber nicht. Noch immer nicht. Wo kriegen wir noch einen Menschen her? Also, da ist ein Mensch. Und da haben wir jetzt gelernt, dass die Jumbis Level 2 besser sind. So, und dann können wir hier unsere neue menschliche Kapazität einstellen. Aber der lädt nicht nach, der feuert nur. Was ist hier? Da ist auch ein Mensch. Da haben wir aber keinen Jumbi Level 2 übrig. Ah, Leute, das wird gut. Das wird alles gut hier. Autoreparatur wäre eine feine Sache. Warum die jetzt irgendwie nicht mehr läuft, weiß ich nicht. Kann ich das irgendwo einstellen vielleicht? So richtig nicht, ne? Sehr schade. So, es wird dunkel. Die Nacht nehmen wir noch mit, würde ich sagen. Könnte ich jetzt hier einen Flur vorbauen? Würde das funktionieren? Das wäre ja auch nochmal eine gute Frage. Ja, ist aber nicht so wichtig.
Also, was kommt? Wie schaut es denn hier hinten aus? Transportschuppen, die besetzen wir jetzt einfach mal voll. Wir haben es ja. So, und wir lassen das jetzt einfach mal mit der Ausgangssperre. Denn wir haben jetzt wieder hier Probleme in der Basis. Und wenn ich jetzt die Ausgangssperre mache, dann hören wieder alle auf zu arbeiten und gehen wieder irgendwie hier in die Räume rein. Das ist nicht das, was wir wollen. Können wir hier noch ein bisschen? Was haben wir noch? Und 20 Stück haben wir noch. So. Das wird doch jetzt ein Fest. Die gehen alle auf die schwächsten Gegner. Das ist eigentlich, finde ich, ganz gut. Denn dann kriegen wir am ehesten welche eingefroren. Hinten ist jetzt ein bisschen problematisch, die Ecke. Das Gute ist, dass die Jungis nicht angegriffen werden von den Zombies. Scheint zumindest so. Haben wir hier noch Menschen am Schaffen? Nee, ne? Aber wir könnten hier... Oh ja, das ist natürlich eine feine Sache. Passt mal auf. Oh, doch, da. Also hier. Das ist schon mal Mist. Das ändern wir so. Und dann können wir auch tatsächlich mehr bei rausholen. Ne? Die machen 2 pro Stunde. Das sind 100%. Und wenn wir dann einen Jumbi Level 2 haben, müsste das 3 pro Stunde werden. Und da habe ich jetzt irgendwie die Einstellung wieder nicht richtig hingekriegt. Oder den falschen Hochofen angeklickt. Also passt mal auf. Weg. Achso, nee. Ha. Ich habe gar keinen Zweier mehr übrig. Oh, hier hinten müssen wir besser verteidigen. Na, jetzt ist hier vorne nichts mehr los, wo so richtig die Wetterkanone steht und alles. Natürlich dann auch das nächste Thema. Hier ist so gut verteidigt, dass gar kein Zombie mehr hingeht. Und die suchen sich den schwächsten Punkt in der Verteidigung raus. Der ist natürlich jetzt logischerweise hier. Ja, Gefahrenquellen. Nun, ist halt so, ne? Aber es ist nicht unbedingt die allerbeste Ausbeute hier. 1, 2, 3, 4, 5, wenn es klappt, 6. Und hier hinten gar nichts, ne? Also wir müssen noch irgendwie besseres Personal ranholen. Aber aus dem Moose Lab kommt nur einer und den haben wir wahrscheinlich verloren. So. Einen Menschen haben wir übrig. Den setzen wir irgendwie auch noch irgendwo ein. Guck mal, hier können wir nochmal tauschen. Ja, das ist nicht so prickelnd hier draußen, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Gut, also nicht die effektivste Nacht, was die Ausbeute angeht, aber prinzipiell sind wir hier doch schon mal ganz gut weitergekommen. Wir haben jetzt alles an Rohstoffen da, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir das Personal noch mal ein bisschen besser einteilen hier.
Warum der jetzt hier nicht sich richtig zuweisen lässt, weiß ich nicht. Oh, Energie ist schon wieder aus. Ja, aber es ist gleich 5 Uhr. Ist alles kein Problem. Ausgangssperre ist nicht aktiv, ergo können die gleich abgeholt werden, hier die 5. So, der Hahn kräht. Wir haben es geschafft. Die Nacht ist überstanden. Und jetzt gucken wir nochmal, ob das hier was wird. Jawohl. Und dann vergleichen wir mal. Der macht 2 pro Stunde. Aber das hat doch der Mensch davor auch getan, oder? Hat er auch. Also da habe ich jetzt gar keinen Vorteil jetzt hier. Die machen halt weniger. Das wäre schon der Grund alleine, die hier rauszunehmen. Und dann nochmal ein bisschen abzugraden, weil so viele Träger brauchen wir gar nicht, wie wir haben. Transportschuppen, das soll alles hier tatsächlich Stufe 1 sein. Da haben wir noch Material. Hier haben wir noch Material. Da haben wir noch ein bisschen Material. Ressourcenlager könnten wir auch von Stufe 2 betreiben lassen. Die haben ja eine höhere Ausbeute. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Mittel im Kampf gegen zu wenig Rohstoff. So, dann machen wir hier einfach weiter. Nochmal 5. Wir müssen das hier alles ein bisschen besser bedienen lassen. Aber ich würde sagen, das optimieren wir dann alles beim nächsten Mal und bauen auch weiter um. Hier nähern wir uns dem Zentrallager, da können wir nicht mehr so viel machen. Vielleicht noch einen Flur drumherum und dann war es das auch schon. Und die Produktion, die müssen wir irgendwie im Außenbereich lassen. Also so richtig viel im Gebäude können wir jetzt hier erstmal nicht machen. Aber ist auch nicht schlimm, weil das braucht auch alles Rohstoff. Hauptsache jetzt erstmal Strom ist sichergestellt und das war eben schon wieder knapp geworden. Insofern stelle ich jetzt noch eine dritte Batterie auf. Das wäre noch eine feine Sache, damit uns das nicht nochmal passiert. Können wir die hier noch verschieben? Geht es jetzt? Müssen wir nochmal drehen dafür, ne? Nee. So, dann. Ach nein, nicht in der Batterie 1. Sorry, sorry, sorry. Batterie 2, das wäre es gewesen. Die hier. Und irgendwann muss das doch ausreichen, was wir hier an Strom haben, oder? Also hier. Das ist jetzt irgendwie noch nicht so richtig verstanden worden, was ich hier will. Objekt nicht erreichbar. Wieso ist das Objekt nicht erreichbar? Ah, ich sehe. Da habe ich da doch ein Fehlerchen gemacht. Beim Platzieren des zweiten Labors. Extraktors, Entschuldigung. So. Jetzala. Man lernt ja nicht aus, ne? Okay, Leute. Ich könnte stundenlang weitermachen, deswegen machen wir jetzt hier doch den harten Cut. Gucken mal, wenn wir das hier ein bisschen... Ah, jetzt 3 pro Stunde. Doch, das geht. Also hier brauchen wir Jubelstufe 2. Dann brauchen wir auch gar nicht so viele Öfen. Wisst ihr was? Dann machen wir das so. Der wird aktiviert, der wird aktiviert. Und ich höre doch wieder nicht auf. Ihr merkt das schon, ne? Kann ich. 2 weg und die anderen machen wir einfach viel effizienter. So. Leute, jetzt muss ich aufhören, sonst wird das nie was, ne? So schaut's von oben aus. Wir optimieren, das ist genau das, was ich liebe, was mir Spaß macht. Ich hoffe, euch macht es Spaß zuzuschauen. Schreibt mir doch einfach nochmal eure Meinung in die Kommentare. Gefällt euch das Spiel? Gefällt euch die Art und Weise, wie ich es präsentiere? Was auch immer ihr sagen wollt dazu, ich freue mich über alles, was ich lesen kann von euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.